Diese Hollywood-Stars sind nackt im Netz. Ihre privaten Bildspeicher wurden gehackt. Auf der Plattform 4chan tauchten die verfänglichen Fotos zuerst auf. Der oder die Hacker sind über Apples Online-Speicher iCloud an die Fotos gekommen. Apple kommentiert den Hack nicht konkret, soll aber dabei sein, Sicherheitslücken zu stopfen. Dass einige der Bilder echt sind, zeigt die Reaktion dieser Betroffenen. Ich habe diese Fotos vor langem gelöscht. Da ranzukommen, muss den Hacker einige Mühe gekostet haben. Danke iCloud, piece of shit. Wie der Mega-Hack möglich war, Experten spekulieren. Es spricht eine Menge von dem, was da passiert ist dafür, dass es ein Insider gewesen sein könnte. Zum Beispiel die Tatsache, dass lange gelöschte Dateien wieder aufgetaucht sein sollen. Nach dem Hack twittern jetzt normallos peinlich witzige Bilder. Sie zeigen, wie es aussehe, wenn ihre Online-Speicher gehackt würden. Andere fragen sich, wie sie ihre Cloud schützen können. Wenn man die Cloud für Backup-Zwecke verwenden will, einen verschlüsselten Container verwenden, wie zum Beispiel Voxcryptor. Und auf jeden Fall für alle Dienste, die es anbieten, Zwei-Faktor-Authentifizierung, das kann nicht schaden. Der Schaden für die Promis ist groß. Einige haben schon angekündigt, zu klagen.